die schon? Jo, sie nimmt auf. Moin Fotofreunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal, herzlich willkommen in einem neuen Video und herzlich willkommen in Dänemark. Wir sind eine Woche hier hochgefahren, um am Weststrand, der hier ist, oder sagen wir mal die Westküste, Weststrand ist ja bei irgendwo da in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind jetzt hier an der Küste unterwegs und wollen hier so ein bisschen das Maritime so ein bisschen einfangen. Also die Dünen, das Meer, alles was sich daran so anhängt, was es einfach in der Richtung alles zu fotografieren gibt. Gerade wenn man hier an der Küste mal Urlaub macht und hier unterwegs ist, mal seine Kamera schnappen, dort einfach mal loslaufen und dann irgendwas Schönes einfangen. Mir ist aufgefallen, dass da ziemlich viele blühende Sachen oben sind. Und da möchte ich mal heute mit starten, dass ich dort mit der Kamera durch das Gras laufe, in den Dünen und da verschiedene Perspektiven einfange, die Blüten, die in den Fokus nehmen und dann meinetwegen hinten die Dünen ins Bouquet und alles, was man da so machen kann. Einfach mal gucken, auch an der Dünen-Strandkante unten. Der Strand ist übrigens befahrbar hier, also wir können auch mit dem Auto runterfahren. Das heißt, dort werden wir auch noch mal ein paar Bilder mit dem Auto machen, also Autobilder am Strand, wobei ich da ziemlich weit oben werde bleiben, weil je feuchter das Ganze da unten wird, desto mehr Salzwasser ist da auch drin in dem Sand und das verträgt sich nicht so gut mit den Autos. Und von daher bleibe ich eher an der oberen Kante, aber werde dort auch nochmal schöne Ausnahmen mit dem Auto machen und so weiter. Wenn man da so schon rauffahren kann, dann sollte man das auch tun. Gut, aber das ist ein neuer Abschnitt, aber jetzt geht es erstmal hier mit den Blüten los und ja, ich würde sagen, oder ich würde mich freuen, wenn ihr mich begleitet und das Video bis zum Ende schaut. Also bis zum nächsten Abschnitt, bis dann, tschüss. Jetzt bin ich auf dem Weg in die Dünen hier. Hinter mir seht ihr den Campingplatz. Ich zeige euch das gleich nochmal von oben, wenn ich da oben weiter bin. Aber ich muss jetzt hier den Hang hoch, weil ich fast gerade mal so ein Loch ab. Also da hinten ziehen schon wieder Regenwolken auf. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich werde mal loslaufen, schon mal die ersten Sachen hier einfangen. Und das muss man ja immer so hinkriegen, weil du hast eine Stunde Luft, da scheint hier die Sonne, das ist schön, hast du blauen Himmel und dann ist wieder eine Regenwolke da und dann geht die Welt wieder unter hier. Ich zeige euch das mal einmal. Ist das nicht krass? Hier so richtig schön die Dünen. Und ihr seht es auch hier im Untergrund, wenn ihr hier vorne mal schaut, hier ist überall, sind hier irgendwelche Sachen, die hier blühen. Und genau diese blühenden Sachen, darum geht es mir, die möchte ich so ein bisschen einfangen. Alles, was hier so am Wegesrand ist, mal gucken, ob ich da ein paar schöne Perspektiven über die Blüten mit dem Hintergrund hinkriege. Aber ihr seht es selber auf dem Bild, da hinten zieht schon wieder dicke Wolken auf. Ich weiß nicht, wie lange ich das hier hinkriege, ohne Regen. Ja, müssen wir mal sehen. Aber ich würde sagen, ich fange jetzt mal hier irgendwo an. Mal gucken, irgendwo waren hier welche. Also ich würde sagen, ich melde mich gleich nochmal wieder oder ich schalte die Kamera da nochmal ein, wenn ich dabei bin. Denn ich bin jetzt auf der Suche hier nach den ersten Motiven, die hier so am Wegesrand sind. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Abschnitt. Thank you.
liebe Fotofreunde, jetzt stehe ich hier auf dieser Düne. Hier geht es jetzt runter zum Strand, da werde ich gleich mal mit euch loslaufen, da runter. Mal gucken, was wir da links und rechts auch nochmal einfangen können. Aber ich finde das einfach sagenhaft, also wenn man das hier so sieht, diese Dünen hier und das Meer dahinter, das ist einfach genial. Also hier ist schon schön was zum Fotografieren, zum Erholen auf jeden Fall, deshalb sind wir ja hier. Wir sind ja erholungsmäßig hier, die Videos machen wir ja nebenbei, weil wir Spaß daran haben und so weiter. Und um die Leute an den Ort zu holen, an den wir so unterwegs sind, ob das jetzt Camper sind oder auch Fotografen, das ist hier beides angesprochen und von daher haben wir immer was für die Camper, die hier unterwegs sind, auch für die Ferienhausbesitzer, die ja hier oder die Ferienhäuser mieten, die sind ja auch hier viel in Dänemark unterwegs und so lernt man immer wieder eine neue Küste hier kennen. Und ich werde jetzt mal mit euch hier einmal den Weg hier runter zum Strand gehen. Jetzt gehe ich einmal von dieser Düne wieder runter und werde mit euch mal, oh, merkt man gleich, Wind ist weg. deutlich leiser jetzt für mich hier. Gut, also ich gehe jetzt mal mit euch hier durch. Das ist nämlich der Strandzugang, den wir hier haben. Und hier unten am Meer kann man auch ganz tolle Sachen machen. Also wenn man da guckt, manchmal hat man da ein bisschen Treibgut, mal so einen Balken oder irgend sowas. Die sind ja dann auch immer so schön verwaschen. Der Weg hier runter ist schon Highlight. Ich drehe mal um, zeig mal nicht mich, sondern ich zeig mal einfach mal das, was ich jetzt sehe. Und das ist doch einfach traumhaft. Also wenn man jetzt hier so kommt, einfach mal jetzt genießen und ein bisschen Musik. So Leute, was für ein Strand, ist das nicht herrlich? Also hier findet man echt Motive, hier kann man wirklich gucken. Auch der Weg hier runter schon zwischen den Dünen durch, so mit dem Meer im Hintergrund, so wie wir es eben auf dem Video gesehen haben, schon ein krasser Anblick. Wenn man das so als Foto oder als Bild dann sieht, wenn die Sonne da noch mitspielt, dann ist das natürlich richtig geil. Also ja, gucken wir mal, was wir hier noch einfangen können. Würde mich freuen, wenn ihr uns noch begleitet auf diesem Abschnitt. Und Bilder folgen gleich noch im Anschluss und dann melde ich mich nochmal am Ende. Also viel Spaß beim Weitergucken. So Leute, wenn ihr an so einem flachen Strand seid wie hier, wie ihr das auf dem Bild sehen könnt, müsste man auch immer gucken, wenn es Wind gibt und so weiter, dass manche Sachen hier, manche Objekte freigetragen werden von dem Wind. Das heißt, die bleiben liegen auf so einer Art kleinen Düne. Und dann kann man so wie hier, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mit ins Bild komme. Ja, ich komme mit ins Bild. Dann kann man die so schön fotografieren.
Das werde ich jetzt hier mal machen. Und zwar, schauen wir mal, ich werde mal gucken, ob ich hier einen muss ich wegnehmen. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir den einen da hinkriegen. So, dann gehen wir hier mal ran. So. Dann versuchen wir das mal. Und dann kann man das richtig schön sehen, wie das auf dem restlichen Sand so liegt. Alles umrum ist weggeflogen. Und wahrscheinlich durch das Gewicht des Objektes ist wahrscheinlich der Sand dann liegen geblieben. Jetzt haben wir hier mal so einen Stein, den nehme ich auch noch mal rein. Funktioniert richtig gut. Also jetzt noch mal auch schön in die Drittelregel nehmen. Ich werde das hier auch noch mal in der Kamera festhalten als Videoschnitt. Und das ist das, was ich meine als Bild. Fokus auf die Drittelregel setzen, darauf fokussieren und dann schön das Bild machen. So, das machen wir jetzt auch. Den Hintergrund schön ins Bouquet. Und das ist echt krass, also diese Bilder, die man hier so machen kann, das ist schon immer irgendwie ausgefallen, das Ganze. Ich gucke mal, ob ich hier noch was eingefallen kriege, auch wieder Drittelregel. So. Was ihr von den Sachen jetzt noch im Video seht, was ich jetzt hier aufnehme, kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Das werdet ihr gleich sehen, wenn dann die Bilder fertig sind und ich euch die zeige. Also ich arbeite sehr viel mit dieser Drittelregel, weil das macht den Bildaufbau einfach genialer. Das ist dieses Gitternetz, was ihr einschalten könnt auf eurer Kamera. Und immer in diesen vier Kreuzpunkten in der Mitte, also dieses Viereck in der Mitte, da wo die sich kreuzen, da wird das Objekt raufgenommen. Und dann muss man gucken, in welche Richtung ist der Verlauf. Jetzt habe ich hier zum Beispiel so einen langen Verlauf nach hinten. Und bei diesem langen Verlauf nach hinten nimmt man das Objekt natürlich jetzt linksseitig rein und nach rechts läuft das Ganze ja aus. Und so macht man dann sein Bild. Gut, danach könnt ihr Ausschau halten. Ich sehe jetzt gerade, in 10 Minuten ist hier Land unter. Also, das war der Abschnitt hier unten am Strand fürs Erste. Die Bilder folgen und ich würde sagen, ich melde mich im neuen Abschnitt. Also, schön, dass ihr dran wart. Bis dann.